Die gemalte Welt von Ariamis. Oder auch die gemalte Welt von Fräulein Hummel. Verdammte Axt, wir kommen hier nicht mehr raus. War das so clever von mir? Oh Mist. Ich sehe schon, unsere Seelen sind weg. Und Hummel, nommst du mir jetzt hier einen vor? Nommst du da Kekse? Hi Jungs. Alles schick bei euch? Sieht irgendwie nicht so aus. Wir werden hier runterfallen. Wir werden hier sterben. Wir werden hier definitiv sterben. Ich möchte wieder nach Hause. Jetzt. Sofort. Ein Leuchtfeuer. Ich habe nichts gesagt. Alles safe. Alles gut. Ein Leuchtfeuer. Wir steigen auf. Wir steigen auf. Wir gönnen uns eine Beweglichkeit. Und kehren mal unsere Aushöhlung um. Merci, Schokis. Die würde ich nehmen. Die würde ich definitiv nehmen. Ausrüstung. Reparieren wir mal schnell. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. So, da habe ich doch gleich wieder ein bisschen ruhigeren Puls. Wenn hier erstmal 25.000 Seelen wieder weg sind. Na, der Umweg hat sich ja voll gelohnt gerade, wa? Hier gibt's ja nichts. Oder muss man da mit dem Sprung drüber? Ins LAN-Kabel. Na, dann schieb mal durch. Kommen die jetzt hier gleich raus? Ich hoff's. So, das wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich die Nachricht lesen. Ein Charmeur. Was auch immer die Leute damit immer meinen. Hey Jungs, Hallöchen. Na, euch habe ich ja vermisst. Die habe ich gerade voll durch ihn durchgepiekst, oder was war das? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber immer noch nicht, was hier ein Charmeur sein soll. Genau, fax mal rüber, Hummel. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Pieks. Kein versteckter Gang. Oh, da oben ist was. Können wir den da runterschießen? Irgendwo läuft hier was rum. Ah, sehr schön. Da haben wir eine Menschlichkeit. Ein Lieblingswort. Also zumindest von der Gebrauchshäufigkeit her würde ich sagen, so ist es relativ weit vorne bei mir. Aber ein Lieblingswort habe ich jetzt nicht wirklich. Ja, Bogenschützen, ganz viele Bogenschützen und andere böse Typen. Natürlich, der trifft mich von da hinten aus. Ah, was seid ihr denn? Alter, was sind das denn für Typen? Ich ahne, dass die explodieren oder sowas. Was Aufmerksamkeitsdefizit Medikamenten Beipackzettel. Das ist sehr schön. Aber
Ist das wirklich dein... Ich hatte gerade ein bisschen Angst vor dem Vieh hier. Ist das wirklich dein Lieblingswort oder einfach nur das schwerste Wort, was du so kennst? Genau, immer alles erstmal mit so begrüßen, kommentieren, als Überbrückungswort. So ist perfekt. So kann man überall verwenden. Eieiei. Wo sind wir hier nur reingeraten, liebe Leute? Die gemalte Welt von Aramis. Was haben wir hier Schönes? Eine Leiche mit einer Seele. Und da hinten ist noch so ein Feuertyp. Und hier unten scheint auch noch was zu sein. Hallöchen. Hey. Na, Mädels? Ihr habt ganz schön viele Leben, wa? Natürlich, spring mir auf den Kopf. Natürlich, bring mich gleich um. Dass wir das gerade überlebt haben, ja? Hätte ich so irgendwie nicht erwartet. Düdüdüm. Nicht springen, nicht auf den Kopf springen. Was sind denn das für Krähenfrauen, ey? Alter. Die machen dolle Aua. Dolle Aua und dolle Stress. Holla, die Waldfee. Lohnt sich das? 1000 EP. Nicht wirklich, oder? So, wir gehen hier mal runter. Nehmen die getrockneten Finger mit. Else und Sigrid. Ah ja. So, hier kommen wir ins Haus. Natürlich springt uns hier gleich einer auf den Kopf. Warum auch nicht? Guten Tag, das kenne ich irgendwoher. Was war denn das jetzt? Wieso kannst du Feuer spucken? Wieso kann so ein Vieh Feuer spucken? Und wo willst du hin? Die sterben. Alter Falter, was ist hier los? Der Bogenschütze da drüben nervt ein bisschen. So, hier haben wir noch eine Seele. Gut, hier unten waren wir jetzt schon. Was gibt's hier noch für eine Nachricht? Gift ist vor uns. Machen die Typen Gift oder wie? Ich habe hier gerade schon wieder eine Krähe gehört. Da kriege ich schon mal ein bisschen Kopfschmerzen. Was war das gerade? Zu viel Chili zum Frühstück. Ja, das kann ein Grund sein, warum man so Feuer spuckt. Ah, hier geht's noch weiter nach unten. Ein wilder Keiler, natürlich. Nee, eine Ratte ist das. Das ist eine Ratte. Die uns hier gerade ein bisschen Aua macht. Noch eine Ratte. Aber das sind nicht die normalen Ratten. Die halten ganz schön viel aus hier. Und da haben wir eine weitere Seele. Meine Güte. Ich liebe Ratten, aber sowas ist widerlich. Ja, die sind ganz schön groß und angefressen, die Viecher. Also ich mag Ratten jetzt persönlich nicht so. Muss ich leider zugeben. Bin ich kein Fan von. So, Herr Bogenschütze. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Und auch dich habe ich gerade schon gesehen. Das sind gerade irgendwie ein bisschen viele. Wow. Nein, 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 nein. Da sind wir gerade voll in die Falle gelaufen. Aber sowas von.
Sonst sind wir hier gleich voll am Arsch. So, kannst du deinen Kumpel da mal vergiften? Das klappt natürlich wieder nicht. Wo kam denn der zweite jetzt her? So, Haus. Zuerst dieses Haus. Mit allem, was sich hierin befindet. Wo kam der zweite jetzt her? Ich sehe nur die dicken Ratten. Ratten haben übrigens Menschlichkeit. Die sollte man immer mitnehmen, habe ich mal gelernt. Also nicht immer, aber oft haben sie Menschlichkeit dabei. Wisst ihr? Und 400 Punkte bringen sie auch noch. Also, kann man mitnehmen. So, aber wo kam jetzt der zweite Typ her? Der ist doch nichts, wo der hätte herkommen können. Ist der von der Decke gefallen oder wie? Kann doch nicht sein. Ach, Mann. Pieks. X. So, Feuerspucker. Natürlich. Wir gehen erstmal ein bisschen auf Abstand. Kann man ja eigentlich ja auch relativ gut mit dem Bogen töten, oder? Und da ist er. Was soll das, ey? Was soll das? Wo kam der jetzt her? Na, kein Quatsch machen. Das lief gerade so gut. Sehr schön. Oh. So, dann schnappen wir uns den Typen da hinten auch noch. Das lief jetzt auf jeden Fall besser. Aber manchmal ist es auch nicht schön hier, ja. So, wenn ich hier jetzt runterspringe, passiert uns da was? Auf jeden Fall höre ich hier noch irgendwo wen laufen, genau. Du darfst hier gerne noch mit herkommen. Und sogar noch zwei, die da sind. Na, komm rüber hier. Gut, dass wir den Speer haben, so sind wir weit auf Abstand. Und werden nicht sofort vergiftet. Allah, die Waldfee. Da hängt einer. Da hängen die Bähnchen runter. Und natürlich kommen hier auch wieder welche. Einfach mal so die Mauer hochgekrabbelt. Warum nicht? Warum nicht? Ärgert mich doch alle. Hm. Mit einem Sprung? Können wir das mit einem Sprung schaffen? Ich nehme mal Anlauf. Ja, das hätte man schaffen können, glaube ich. Wenn man den Winkel ein bisschen besser gewählt hätte. Wir probieren es nochmal. So, Treppe hoch. Vollgas und... Der war gar nichts. Nochmal. Jawohl. Das hat geklappt und dafür bekommen wir eine Seele. Obwohl die Seele jetzt auch nicht so Bombe ist. Hier haben wir eine Nachricht. Pass auf, Glück. Ein Eibeseitiger. Ah.
Ich glaube, davon gibt es im Spiel nicht so viele. Von den Ei-Beseitigern. Kann nämlich passieren, dass einen in diesem Spiel eine Eierplage befällt. Und dann kriegt man ein riesiges Ei auf den Rücken. Das haben wir ja schon gesehen. Mensch, ich will die Nachricht lesen. Können wir jetzt? So, viel Erfolg. Dass ein riesiges Ei auf den Kopf wächst. Und den Kollegen dazu haben wir schon gesehen. Das war ja bei der Spinnenkönigin, also einmal bei Quilak und bei ihrer Schwester. Die Typen, die davor so rumstanden und rumlagen, die hatten so einen Eierkopf. Und sowas kann uns hier halt auch wachsen. Schweinchen! Schweinchen, die eine Ratte ist. Und eine Kiste. Bist du eine böse Kiste? Nein. Du bist eine liebe Kiste. Ja, eine liebe Kiste bist du. Oh, Gemäldehüter. Kapuze, Robe, alles. Das waren also Gemäldehüter. Ist das eine Sackgasse? Wenn da schon so ein doofes Fragezeichen dran steht. Muss doch hier noch irgendwas sein, oder? Oder auch nicht. Hier scheint nichts mehr zu sein. Schade. Hier irgendwo was? Tja. It seems like a dead end. Dieses hier Grunze hier überall, ey, Leute. Was ist das, was da hinten liegt? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Ich glaube, ich möchte es wirklich nicht wissen. So, man konnte doch da gerade sehen, dass da noch was ist. Frage ist nur, wie kommt man da hin? Würde jetzt hier erstmal wieder runterspringen? Nee. Achso, wir sind jetzt hier nur einmal außen lang gegangen. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir sind doch hier? Nee, hier haben wir nur den Eierbeseitiger gefunden, genau. Dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Pieksen den da mal ab. Und holen uns den dann nachher, wenn wir da sind. Frage ist halt nur, wie kommen wir da hin? Und was ist das da für eine Statue? Das finden wir aber alles noch raus. So, hier hätten wir ja auch noch so ein Ding zum Finden und so. Trau mich hier nicht runter. Sterben wir da? Oder kommt man von der Seite dann nochmal ran? Nachher ist es wieder bloß so eine blöde Seele, ja. Die wir eigentlich gar nicht brauchen. Naja, gut. Sei es so, wir gucken weiter.